Mal sehen, welche Nachrichten die Devisenmärkte am Dienstag, dem 12. Dezember, erschüttern können. Hier ist der Wirtschaftskalender. Zwei britische Wirtschaftsberichte für November erscheinen um 9.30 Uhr, einschließlich der wichtigen VPI-Daten. Die jährliche Inflationsrate liegt seit zwei Monaten auf einem 5-Jahres-Hoch. Der Erzeugerpreisindex ist gleichzeitig dran. Im Oktober ist der jährliche PPI gegenüber den 3,3% vom September nachgelassen. Die deutschen ZEV-Konjunkturerwartungen für Dezember folgen um 10 Uhr. Die Stimmung verbesserte sich im November weiter und blieb nun auf einem 7-Monats-Hoch. Demnächst steht um 13.30 Uhr der US-Erzeugerpreisindex für November an. Das jährliche Wachstum zeigte im Oktober die beste Leistung seit Anfang 2012. Um 19 Uhr wird EZB-Präsident Mario Draghi im Rahmen des Abschlusskonzertes der Europäischen Kulturtage sprechen. Zwar ist der Ort für politische Ankündigungen nicht besonders gut geeignet, aber es lohnt sich doch zuzuhören. Die US-Bundeshaushaltsbilanz für November wird gleichzeitig zur Verfügung stehen. Im Oktober überstieg das Haushaltsdefizit die Erwartungen und war größer als die 44,2 Milliarden vom Vorjahr. Der neuseeländische Nahrungsmittelpreisindex für November folgt um 21.45 Uhr. Seit zwei Monaten ist der Index angesichts sinkender Obst- und Gemüsepreise rückläufig. Der RBA-Chef Philipp Löwe wird um 22.15 Uhr auf dem australischen Zahlungssummit in Sydney zum Thema E-OSIS sprechen. Der australische Westpac-Verbrauchervertrauensindex für Dezember ist für 23.30 Uhr geplant. Nach einem zweimonatigen Anstieg stürzte der Index im November ab. Vorläufige japanische Maschinenbestellungsstatistiken für Oktober schließen um 23.50 Uhr. Im September wurde in allen Teilsektoren ein Rückgang verzeichnet. Dies war der Wirtschaftskalender für Dienstag. Ich bin Jack Everett. Morgen bringen wir eine Übersicht für Mittwoch. Auf Wiedersehen.